Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Heute bauen wir die Atlantis 3. Dazu brauchen wir auf jeden Fall erstmal zwei Titan-Triebwerke. Packen wir ganz nach unten. Dann brauchen wir drei riesengroße Tanks. Die größten Tanks, die es gibt. Können wir dann auch schon mal einfärben in Silber. Und wieder den unteren Tank zur Hälfte schraffieren. Dann brauchen wir die kleine aerodynamische Abdeckung. Packen die so an die Seite. Dann schnappen wir uns kleine Landebeine. Und einmal so ein Vierer strukturelles Teil und ein einzelnes. Packen es dann nochmal so drunter. Machen das Ganze auch Silber. Dann brauchen wir RCS-Düsen. Die kommen genau so dahin. Immer mit zwei Abstand. Und das erste beginnt hier am unteren Treibstofftank. Also am zweiten Tank von unten. Dann brauchen wir große Landebeine. Die packen wir hier hin. Und noch eine Sonde. Dann nochmal strukturelle Teile hier an die Ecken. Einen sechs breiten Tank in Grau. Und hier noch einen riesengroßen Separator in Silber. Ja, dann haben wir hier auch schon die erste Stufe fertig. Das wird uns bis zum Weltraum bringen. Dann brauchen wir jetzt noch die drei Frontiertriebwerke für die dritte Stufe. Packen nochmal einen riesengroßen Tank oben drauf. Und auch schon mal den Separator. Färben beides Silber. Und den Tank auf der unteren Hälfte wieder schraffieren. Dann brauchen wir hier einmal große Landebeine, einmal mit Symmetrie bitte, dann nochmal hier große Landebeine, noch eine Sonde, die RCS-Düsen quasi schon da reinquetschen und nochmal zwei wieder mit so einem Zweierabstand dazwischen. Dann brauchen wir noch strukturelle Teile, hier zwei einzelne. Da rein und zu guter Letzt noch den Tank hier und in Grau. Ja, das war's auch schon mit der zweiten Stufe. Zuletzt kommt noch eine Nutzlastverkleidung hin, wie in der letzten Folge und auch in der vorletzten Folge. Ich nehme drei von denen und dann noch ein 8 breites Teil. So, und noch ein die große Spitze, alles wieder in Silber einfärben. Und dann haben wir es schon. Das ist die Rakete. Da gibt es jetzt noch eine große Verbesserung. Nämlich machen wir den ganzen Tank hier weg. Machen ein einzelnes dahin. Und die ganzen RCS-Düsen verschieben wir ein ganzes Stück, nämlich hierhin. Ah ne, warte mal, eins höher, damit da zwei Abstände dazwischen sind. Und dann müssen wir alles hinterher schieben. Danke. Einmal alles markieren. Na komm schon. Dankeschön. Und auf der anderen Seite auch noch. Und nach unten verschieben. Ich hätte die Symmetrie ausmachen sollen. So, dann haben wir auch schon die verbesserte Version. Jetzt können wir noch 60 Tonnen da reinladen. Und weil ich einerseits gerade ziemlich faul bin und andererseits mir nichts einfällt, packen wir einfach einen
60 Tonnen Tank da rein, den wir einfach jetzt in einen Erdorbit bringen werden. Ja, das war's mit der Rakete, jetzt fliegen wir sie mal. So, sie ist geladen. Dann können wir hier die Landebeine ausfahren. Machen hier unten die beiden Triebwerke an. Und machen es auf 100%. Und geben einfach Gas. Diesmal nicht sofort umschwenken, also da steht schon 5 Grad. Aber ich warte erstmal noch bis jetzt und jetzt gehen wir langsam nach rechts. Wir wollen das nämlich nicht zu stark machen. Wenn wir es zu stark machen, kommen wir nicht mehr mit der zweiten Stufe außerhalb der Atmosphäre. Und dann werden wir natürlich ganz schön abgebremst. Deshalb werden 30 Grad oder 35 irgendwas dazwischen unser Maximum sein. Mehr sollte man sich nicht drehen. Und da ist noch Müll vom letzten Mal. Entschuldigt das bitte, ich mach das kurz weg. So. Ja, mach mal 35 Grad. Oh, das ist ein bisschen viel, so 35. 16, 15, 14, 13. 10%. Ihr seht, das hat genau gereicht. Ja, wir brauchen 10% übrig hier drinne. Wir können schon mal die Landebeine ausfahren. Wechseln jetzt zur anderen Stufe. Machen da die Triebwerke an. Da habe ich eins vergessen. Jetzt geben wir hier weiter Gas. Drehen schon mal ganz hart nach rechts. Jetzt warten wir einfach, bis die erste Stufe auf der Apoapsis ist, also hier am höchsten Punkt. Und dann wechseln wir wieder zurück. Solange geben wir hier einfach Gas. So, wir sind da fast am Punkt angekommen. Dann wechseln wir jetzt. Machen die ECS-Düsen an, drehen einmal, machen wenig Schub rein, wenig, so, geben wir Gas, können auch noch ein bisschen mehr Schub reinmachen, bis 5% übrig bleiben. So, jetzt haben wir fast einen vertikalen Flug, jetzt wechseln wir wieder zurück zur zweiten Stufe. Können die Nutzlastverkleidung entfernen und noch mehr Gas geben. Immer schön im Auge behalten. Das wollen wir noch landen, das soll ja nicht einfach so verglühen. So, wir müssen ganz schön Gas geben, wir haben nämlich mehr, wir haben auch nicht mehr viel Weg vor uns, wir haben es gleich geschafft. Ja, da ist schon die Apoapsis und ist nicht schlimm, wenn der Orbit nicht ganz toll ist. Aber wir wechseln jetzt einfach zurück und lassen uns durch die Luft treiben. Wir schalten mal so auf 20%. Wir haben halt beide Triebwerke an. So. Dann warten wir noch kurz. Jetzt können wir ECS-Düsen wieder anschalten. Landebeine raus und Zündung. Ja, es war zu viel Schub. Nehmt da mal lieber 15, das reicht dann. Ja, ich glaube sogar 15 wäre zu viel gewesen. Oh Gott, einmal hochgesprungen. Aber ihr seht, es hat geklappt. Nichts kaputt gegangen. Noch einiges an Treibstoff. Ja, so viel auch nicht, aber
Es hat auf jeden Fall gereicht. Und das ist das Wichtigste. So, wir haben hier die 60 Tonnen. Und der Tank ist eigentlich noch ziemlich voll. Wir könnten noch einen größeren Orbit machen. Aber das ist ja nicht das Ziel. Sondern nur einen schwachen Erdorbit brauchen wir. So, dann drehen wir wieder in die Gegenrichtung. Und das war ein bisschen zu viel. Egal, wir haben mehr als genug Treibstoff. Machen die äußeren beiden Frontier-Triebwerke aus. Und verlangsamen uns jetzt, bis wir 1,5 Kilometer schnell fliegen. Und stopp. Jetzt RCS-Düsen aus, Landebeine einfahren. Und dann fliegen wir wieder durch die Atmosphäre durch. Wieder ein bisschen cheaten. Damit es nicht so lange dauert. Das Video dauert ja jetzt schon 10 Minuten. Na, 11. 11. Damit es nicht so langweilig für euch ist. Ja, wir sind auf einer Höhe von 10 Kilometern. Wir sind ziemlich schnell drauf. Aber jetzt werden wir schnell wieder langsamer. Wir haben ja sehr viel Luftwiderstand, sind nicht besonders aerodynamisch. Und wo wir dabei sind, wir können mal den Schub ein bisschen runterpacken. Wir haben noch viel Treibstoff, da würde ich mal den Schub auf 60 oder so lassen. Ja, 59, 61, 50. Ah, lassen wir auf 61. Wir haben noch sehr viel horizontale Geschwindigkeit. Das ist nicht so toll, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, jetzt wird es auch schon weniger, also das schaffen wir. So, RCS-Düsen an, Landebeine raus. Und zünden. Wir sind schnell, wir sind sehr schnell. Wir sollten langsamer werden. Das liegt daran, dass wir zu viel Treibstoff haben. Ah, komm schon. Oh, das hat gut geklappt. Das war ja perfekt, sage ich mal. Das hätte ich nutzen sollen für mein Landen-Tutorial. Na egal, ihr habt's gesehen, das hat sehr schön geklappt. Wir haben sogar noch 19%, damit kann man viel anfangen. Aber hey, wir haben es geschafft. Ein 60-Tonnen-Tank im Erdorbit. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.